So, guten Morgen. Ich mache jetzt mal schnell die Musik ein bisschen leiser. Ich bin wieder da, euer Autopilot. Schön, dass ihr reinschaltet. Heute habe ich mal ein anderes Thema als sonst. Mal wieder was anderes. Es geht um Nachrichten, News in den Zeitungen, im Radio, im Fernsehen. Sag mal, ist euch da eigentlich auch schon mal aufgefallen, dass die Nachrichten überwiegend dominiert werden von schlechten Neuigkeiten, von ja, so leicht panisch angehauchten News? Ich meine, klar, schlechte Nachrichten lassen sich halt besser verkaufen. Schlechte Nachrichten sind öfters mal ein Reißer oder ein super Aufmacher, aber wie wirken sich die ganzen negativen Nachrichten denn eigentlich auf uns aus? Ich meine, zu einem fröhlichen Lebensgefühl tragen die ja wohl nicht bei. Ich finde, dass über 95% vielleicht mit oder 90% mindestens wirklich negativ sind. Also es geht dann von Schießereien, von Messerstechereien, von Vergewaltigungen bis hin zu brennenden Industrieanlagen, schlechte Wirtschaftsprognosen und. Ich meine, ein wirklich unbeschwertes Lebensgefühl erhält man doch dadurch nicht. Man saugt diese Informationen, diese negativen Nachrichten, egal über welches Medium, saugt man ja in sich auf. Und es prägt sich ja auch unterbewusst ein. Wie soll denn der Durchschnittsdeutsche da überhaupt noch mal gute Laune kriegen? Wie soll man da wirklich sorgenfrei oder die Sorgen mal ausblenden? Man muss ja quasi täglich damit rechnen, dass die Welt untergeht, wenn man das so hört. Wieso kann man nicht auch einfach mal was Positives berichten? Findet man dann aber auch in Deutschland keine schlechten Nachrichten oder keine Nachrichten, die schlecht genug sind, dann kommen die Infos aus Amerika, wo ein Polizist einen Schwarzen erschossen hat, wo in der Highschool ein Amoklauf passiert ist. All diese Dinge sind ultra schlimm, keine Frage. Natürlich sind die schlimm. Natürlich kann man solche News nicht gut finden. Aber was interessiert den Durchschnittsdeutschen? Genau das, was in Amerika in dem Moment schiefläuft. Was interessiert mich? Das. Natürlich ist das schlimm. Aber warum muss man das in einem geballten Paket von schlechten Nachrichten auch noch transportieren, was woanders wirklich scheiße findet? Natürlich kann man sich darüber informieren, aber will denn jeder immer nur negative Informationen haben? Oder haben wir vielleicht auch das Recht, einfach mal was Gutes zu hören, was uns und unseren Alltag vielleicht ja, aufwertet oder schöner macht oder was weiß ich was? Wir hören immer nur ab und zu mal was Positives. Und was Positives sieht dann so aus, dass das Kindergeld um 2,7% erhöht wird. Wow, das ist das, was mich auf einer Welle der Euphorie durch den Tag bringen soll? Boah, ich weiß nicht, also bei mir ist es dann halt so, nimmst du dann zur Kenntnis, Haken dran und zack, wieder die nächste negative Information. So, im Anschluss, und das habe ich gerade im Radio halt gehört, hörst du dann den Wetterbericht. Wir haben aktuell, das werdet ihr im Hintergrund sehen, sensationell geiles Wetter. Wir haben zwischen 25 und 30 Grad, super geil. Vor ein paar Monaten hat noch jeder rumgeholt, hey, wann wird's mal wieder richtig Sommer? Übrigens ein geiles Lied. Wann wird's mal so richtig schön Sommer mit Wärme, bla bla bla. Da hatten wir Nieselregen und 14 Grad. Jetzt, wo es heiß ist, wird original von den Moderatoren auch im Radio erzählt, boah, diese Hitze, unerträglich, wenn ihr jetzt in der Hitze auch noch im Stau steht, wir sind für euch da, wir spielen Lieder, wuhu. Jeder Autofahrer hat dann das Gefühl, boah, scheiße, ist viel zu heiß draußen, ich stehe im Stau, negativ, negativ, negativ. Warum sagt man nicht einfach, hey, voll geil, die Sonne scheint, genießt den Tag, geht raus, feiert, habt Spaß und denkt dran,
Sonne ist gut für euer Vitamin D, für euer Wohlbefinden, bla bla bla. Warum kommt denn nicht da mal was Positives? Nee, dann regnet es mal wieder eine Woche im Sommer, dann heißt es, ja, der Sommer ist scheiße, immer nur Regen, bla bla bla. Nee, so funktioniert es einfach nicht. Man muss wirklich mal auch versuchen, eine positive Stimmung zu transportieren. Gerade in den Nachrichten. Das färbt sich auf das Gemüt des Menschen ab. Das sollte jedem bewusst sein. Und guckt euch mal in den Fußgängerzonen um. Seht ihr da Leute, die wirklich lachen? Die wirklich sich unterhalten und Spaß haben, gute Laune haben? Nee, die haben die Mundwinkel wie unsere Bundeskanzlerin nach unten. Die mag vielleicht auch Gründe dafür haben, aber ihr ja eigentlich nur indirekt. So, ihr werdet von negativen Nachrichten beeinflusst, habt scheiß Laune, kommt, das spiegelt dann letztlich das Bild der Gesellschaft wieder, die gesamte Gesellschaft ist scheiße drauf, dann kommen wieder die Nachrichten, die diese schlechte Laune bestätigen, so, und dann hat man auch noch einen Grund für schlechte Laune und man kommt nie wieder dahin, mal zu lachen und zu sagen, boah geil, das Leben ist cool, das Leben macht Bock. Das Einzige, wo du die Leute noch lachen siehst, ist, wenn sie im Handy-Display ein lustiges Video gesehen haben, wo sich irgendwie eine dicke Alte gestolpert ist und sich aufs Loch gelegt hat. Huahaha, super lustig. Wieder am Schaden anderer belustigt. So, dieses positive Gefühl, letztlich die positive Einstellung, ja, wie soll sie aufkommen, wenn man nur mit Mist gefüttert wird? Also, man erwartet immer so Sommer, Sonne, gute Laune, aber irgendwo wird dann auch da das Haar in der Suppe gesucht und letztlich auch gefunden und ja, gefunden auch, weil man es vielleicht selber mal da reingeschmissen hat. Was ich damit sagen will, ist, beschäftigt euch auch am Tag größtenteils mit positiven Dingen. Haltet euch mal vor Augen, was ihr Tolles gemacht habt, was ihr vielleicht Besonderes erreicht habt, worüber ihr euch freuen könnt und auch wollt. Und blendet so ein bisschen den ganzen negativen Scheiß aus. Das heißt nicht, dass ihr keine Nachrichten mehr schauen sollt und euch auch, ihr bildet euch ja auch Meinungen über die Nachrichten, das ist halt auch wichtig, aber hey, lasst euch nicht erschlagen von der Lawine von negativen Informationen. Und das wollte ich euch mit auf den Weg geben, weil das beschäftigt mich und achtet vielleicht auch mal selber drauf. Was wird im Radio so transportiert, was wird im Fernsehen in den Nachrichten transportiert und was steht in den Zeitungen. In diesem Sinne, ich bin raus, ich wünsche euch einen wunderbaren Tag, bis dann, auf Wiedersehen, euer Autopilot!